Ein Hauch von südländischem Flair mitten in der Mönchengladbacher Innenstadt. Jetzt ist er eindeutig da, der Frühling. Und das freut nicht nur die Sonnenanbeter, sondern auch Gastronome wie Sascha Segner. Er betreibt das Hoffmanns am Sonnenhausplatz. Und für ihn ist es die erste Outdoor-Saison hier. Seit diesem Monat steht das Außenmöbeljahr. Aufgeregt ist Sascha aber trotzdem nicht. Er schaut den warmen Monaten gelassen entgegen. Aber spannender als im letzten Jahr kann es eigentlich überhaupt nicht sein. Da haben die Leute ja auf der Baustelle gesessen. Die haben ja unter den Schirmen mitten in der Baustelle gesessen. Und jeden Tag war es anders. Da wurde der ganze Platz irgendwie neu gemacht. Alles wurde aufgerissen. Die Leute haben trotzdem mittendrin gesessen im Staub. Also von daher. Von daher kann es also diesen Frühling und Sommer nur besser werden. Sascha hat beim Ordnungsamt 60 Quadratmeter Außenfläche angemietet. Aber den Platz gibt's nicht umsonst, sondern jeder Quadratmeter kostet knapp 5 Euro. Ab dem Zeitpunkt der Nutzung. Jeder Gastronom überlegt sich also genau, ab wann es sich lohnt, Stühle und Tische rauszustellen. Harald Gerstung vom Ratskeller in Reit will erst ab Ostern die Außengastronomie öffnen. Aber Gerstung macht sich Sorgen. Wir dürfen also in keinster Weise hier irgendeine Bepflanzung oder, ich nenne sie mal in Anführungsstrichen, eine Abgrenzung platzieren. Wenn Sie hier um 16, 17 Uhr kommen, dann ist der Marktplatz gefüllt mit sehr vielen Besuchern. Die verursachen natürlich auch gewisse Störfaktoren. Und ich finde, der Gast hat schon einen Anspruch auf Ruhe und Erholung, gerade in den Abendstunden. Laut Gerstung ist das nur möglich, wenn er die Außenfläche auch abgrenzen kann. Das allerdings darf er nicht. Seit Anfang letzten Jahres gibt es eine sogenannte Gestaltungssatzung. Die Stadt hat darin genau geregelt, was in der Außengastronomie erlaubt ist und was nicht. Zum Beispiel müssen die Außenmöbel aus bestimmten Materialien bestehen und einheitlich sein. Hier im Rossini gibt es aber helle und dunkle Stühle und Tische. Das ist eigentlich nicht mehr erlaubt. Alle Möbel müssen hell sein. Ich finde das nicht gut. Ja, so ein bisschen Trennung der Gastronomien überhaupt. Es muss ja nicht alles so, alles gleich. Keine Blumen, gar nichts darf man aufstellen. Alles eine Farbe. Alles so einheitlich muss doch nicht immer. So ein bisschen Farbe bringt doch Pep ins Leben. Die Gestaltungsrichtlinie soll erst einmal für 2 Jahre gelten. Im nächsten Jahr wird dann neu entschieden. Die Stadt allerdings ist von dem Konzept überzeugt. Sie habe bereits viele gute Erfahrungen mit den neuen Gestaltungsrichtlinien gemacht, heißt es. Auch Sascha Segner hält sich an dieses Konzept. Die Farben seiner Außenmöbel müssen zu den Farben des Mintos passen. Ihm macht das allerdings nichts aus. Auch wenn er es schade findet, dass die Gastronomen nicht mehr komplett frei entscheiden können. Also ich hätte es besser gefunden, wenn man sagt, wir möchten keine billigen Plastikstühle haben, wir möchten keine Werbung auf dem Platz haben. Und es hätte schon meiner Ansicht nach schon gereicht, wenn man das gesagt hätte, das möchte man nicht. Und dann hätte man sich ja was anderes ausdenken können. Aber jetzt sich auf bestimmte Sachen und einige wenige Sachen zu konzentrieren, finde ich jetzt unnötig. Aber Gestaltungskonzept hin oder her, die Gladbacher Wirte freuen sich trotzdem über den Start der Außensaison. Frühling, Sonne, gut gelaunte Menschen, das belebt schließlich das Geschäft. Oder, um es mit den Worten eines Gastronoms zu sagen? So wie wenn man in der Wüste spazieren geht die ganze Zeit und dann am Horizont ist endlich eine Bar, wo man leckeres Köpi trinken kann. Das ist natürlich super.